Ich unterscheide mich von meinen Vorrednerinnen nicht dahingehend, dass ich mir einbilde, die Zukunft vorhersagen zu können. Ich bin eine empirisch arbeitende Forscherin seit vielen, vielen Jahrzehnten, kann ich mittlerweile sagen. Und wenn ich einen Titel gewählt habe, was können und was müssen wir für die Zukunft tun, dann beruht das aus einer sehr, sehr großen Umfrage von mehr als 3000 Personen. Das ist eine Umfrage, die immer wieder wiederholt wird. Sie hat zum ersten Mal 2015 stattgefunden. Dann hat sie wieder stattgefunden Ende des letzten Jahres, Ende 2018. Diese Studie heißt die Vermächtnisstudie und sie wurde etwas unüblich aufgesetzt, nämlich in der Zusammenarbeit zwischen der Wochenzeitung Die Zeit, INFOS, einem Erhebungsinstitut, welches sehr stark auch konzeptionell arbeitet und ganz ungewöhnliche Wege tatsächlich mitgeht, und dem Wissenschaftszentrum Berlin. Und ich bin nicht nur die Präsidentin der Einrichtung, sondern darf auch die wissenschaftliche Leitung machen. Und von daher alles, was Negatives über die Studie gesagt wird, geht auf mich. Und von daher freue ich mich natürlich, wenn nachher viele von Ihnen da bleiben, um mit mir zu diskutieren. Wir haben sehr viele, sehr große Herausforderungen zu meistern. Wir haben zu meistern Situationen in unserem allem Leben, wo wir in der Erwerbstätigkeit stecken, in Berufen, von denen wir eigentlich wissen, dass es sie zumindest in der Form, wie sie heute da sind, morgen nicht mehr geben wird. Eine Veränderung der Erwerbsgesellschaft, die schon weiter sein könnte, als sie im Moment ist. Wenn Sie nach anderen, in anderen Länder fahren, sehen Sie das ganz deutlich. Wir haben es mit einer Klimaveränderung zu tun, wo die Wissenschaft sich heftig streitet, aber die Gesellschaft noch viel stärker streitet, was daran menschengemacht ist, was daran nicht menschengemacht ist, wie wir Greta zu beurteilen haben und ob das nichts anderes als Panikmache ist und wie weit wir tatsächlich unser Verhalten zu ändern haben und wenn Verhaltensänderungen notwendig sind, von dem ich ausgehe, wie man solche Verhaltensänderungen tatsächlich politisch auch setzt. Wir haben die ganz große Frage, wie wir in einer immer unterschiedlicheren Gesellschaft durch immer mehr Personen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, so etwas wie weiter im Gespräch bleiben, wie wir Solidarität und Zusammenhalt zwischen uns erzeugen. Und wenn Sie den großen Reden der Politiker, mittlerweile würde ich fast sagen aller Parteien, aber auch des Bundespräsidenten zuhören, so geht es immer um Solidarität, es geht um Zusammenhalt. Aufgrund der Grundprämisse, dass wir das nur alle gemeinsam schaffen, diese Veränderungen zu meistern. Nur indem wir im Gespräch miteinander sind, über Jung und Alt hinweg, über unterschiedliche Bildungsschichten und unterschiedliche Einkommensschichten, aber insbesondere auch zwischen unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, die wir mehr und mehr in Deutschland teilen. Ich bin in dieser Vermächtnisstudie, und ich erkläre gleich, warum sie Vermächtnisstudie heißt, 2018 insbesondere darauf eingegangen, nämlich auf die Frage von Solidaritätsbrüchen. Wo sind eigentlich die großen Fragen der Solidarität? Und die Antwort darauf schiebe ich vor, weil sie ganz viel aussagt darüber, wo wir unsere Zukunft zu setzen haben. Die Antwort oder das, was hinter diesen Fragen des sozialen Miteinanders und des Vertrauens liegt, ist tatsächlich die Frage, wie wir Vertrauen ineinander wiederherstellen können. Wir haben es in einigen, wir haben es nicht in allen Bereichen massiv verloren, und von daher werde ich darüber sprechen, wo das Vertrauen noch da ist, wie ich das Vertrauen auf unterschiedlichen Ebenen kommentiere und wo nach dieser Untersuchung, die wir 2018 durchgeführt haben, diese großen Vertrauensfragen sich zu verorten lassen. Natürlich höre ich damit auf, wie ich denke, dass man diese Fragen angehen kann. Ich beginne vielleicht ganz kurz mit der Vermächtnisstudie. Bei dieser Vermächtnisstudie haben wir
Mittel angewandt, die wir so überhaupt noch nie in der Umfrage angewendet haben. Wir haben natürlich eine ganz ordentliche Stichprobe gezogen. Sie ist deutschlandweit repräsentativ. Wir haben eine Registerstichprobe gezogen. Das heißt, wir haben die Leute jetzt nicht einfach rumgeschickt, unsere Interviewerinnen und Interviewer, um irgendjemanden, den sie gerade auf der Straße finden, zu interviewen, sondern wir haben in bestimmten zufällig ausgewählten Orten, in Großstädten, in Kleinstädten, ganz überall in Deutschland nach Registern zufällig gezogen. Sie ist repräsentativ für Menschen zwischen 17 und 80 Jahren. Und wir haben sie zweimal interviewt und darauf können wir dann auch eingehen. Das steht jetzt nicht im Mittelpunkt, diese Veränderungen hier und da werde ich sie erwähnen. Was ist unüblich an dieser Studie? Unüblich ist erstens, dass wir diese ganzen Fragen, die Sie kennen aus vielen Umfragen, sehr stark gedreht haben. Da komme ich drauf. Und das Zweite ist, dass wir neben diese kognitiven Fragestellungen auch sensorische Fragen mit eingebaut haben. Das heißt, wir haben die Leute gebeten, uns ihren Lieblingsduft zu nennen. Wir kamen also tatsächlich mit so Duftdöschen an, die wir lange entwickelt haben. Das war einer der tollsten Monate in meinem Leben, dass ich mich in die ganze Duftforschung einarbeiten durfte. Wir sind mit unterschiedlichen Haptikplatten gekommen, haben gefragt, ist ihr Leben eher jenes wie Glas oder eher wie so eine Wellpappe oder eher wie Wolle? Und wie sollte es natürlich im Leben auch sein. Wir haben Rhythmen vorspielen lassen und haben nach dem Sound des Lebens gefragt. Wir haben das immer in 2015 in drei unterschiedlichen Stufen gemacht, sowohl das Haptische als auch das Kognitive. Die erste Frage ist lapidar, die erste Frage kennen Sie aus allen Untersuchungen. Die erste Frage lautet, was ist Ihnen wichtig? Wie verhalten Sie sich in bestimmten Umständen? Und diese bestimmten Umstände sind über das ganze Leben gezogen. Die zweite Frage ist, was würden Sie denn aus Ihrem jetzigen Leben heraus den kommenden Generationen empfehlen? Was würden Sie quasi in den Rucksack packen und sagen, behaltet das, nehmt es euch zu Herzen und führt dieses Stück meines Lebens weiter. Und was davon bitte wegschmeißen? Überhaupt nicht mehr beachten. Das ist der Grund, warum diese Studie Vermächtnis heißt. Dass sie eben nicht nur die eigenen Einstellungen heute, sondern auch, und da sind wir eben schon bei den Zukunftsvorstellungen der Menschen, auch erfassen, was diese Leute in der Zukunft tun sollten. Das sind normative, wie ich es immer sage, Auskünfte. Und wenn ich vergleiche diese erste Frage, was die Leute für sich für wichtig erachten und das, was sie der nächsten Generation mitgeben bzw. sagen, macht das bitte nicht. Das kann man natürlich nicht nur als Zukunftsbetrachtung interpretieren, sondern man kann es auch interpretieren als ein ganz großes Stück der Selbstkritik, weil immerhin lebe ich nicht so, wie ich denke, dass die nächste Generation leben sollte. Und es sagt von daher auch was aus, ob die Leute selbstzufrieden sind und die Presse behauptet das ja immer, diese selbstzufriedenen, präsigen Deutschen oder ob die Deutschen, die Menschen, die in Deutschland leben, ist der bessere Ausdruck, tatsächlich noch so etwas haben wie eine Kritikfähigkeit auch durchaus an sich selbst. Und die Frage ist dann natürlich, warum leben sie nicht das, was sie der nächsten Generation mit auf den Weg geben? Zu diesen zwei Fragen, die als solches insbesondere in die Differenz der Antworten zueinander interessant ist, haben wir eine dritte Frage geschaltet. Und diese dritte Frage macht einen harten Bruch, indem sie sagt, was denken Sie denn eigentlich, dass in der Zukunft tatsächlich sein wird? Also nicht das, was Sie wünschen, nicht das, was Sie machen, sondern was wird eigentlich sein. Und wenn wir diese drei Antworten dann miteinander verbunden haben, dann macht er es meistens so zack, zack, blub, zack, zack, blub. Also man gab eine Antwort, die nächste Generation sollte es ein bisschen anders machen. In manchen Bereichen sollte es sie ganz anders machen, als man selbst lebt. Und was ich eben mit blub bezeichnet habe, ist das, wie man dachte, dass die Zukunft sich entwickelt, nämlich ganz und gar nicht in dem Sinne, den man sich erwünscht, überhaupt nicht in den allermeisten Bereichen.
Bei der Auswertung gab es dann Megastreitereien zwischen der Zeit und Infos und meinen Kollegen und mir im Wissenschaftszentrum, wie man diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Blub, zu interpretieren hat. Ob das Zukunftsangst ist, das war sozusagen die überwiegende Interpretation, dass man sagt, ja, also Deutschland geht zugrunde oder die Welt geht zugrunde, weil alles anders wird, als man das selbst möchte. Ob es alternativ im Prinzip eine Frustration ist mit dem, was man an anderen Menschen schon sieht. Ich habe früher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gearbeitet. Ich durfte das leiten und aus dieser Zeit habe ich sehr stark gelernt, dass man diese ganzen Prognosen immer darauf stützt, was man an den Menschen im Moment beobachtet. Und was ich an den Menschen im Moment beobachte, das setze ich einfach in die Zukunft fort, sodass dann tatsächlich 2018 zu diesen drei Fragen eine dritte Frage dazu kam. Und diese dritte Frage, die hat gelautet, was machen denn die Menschen heute? Nicht was, also ich habe gefragt, was machen Sie? Was sollte man machen? Was wird in Zukunft sein? Aber zusätzlich als vierte Frage, wie beurteilen Sie denn die Einstellungen der Menschen und das Leben der Menschen in Deutschland heute? Und darüber rede ich. Weil wir hier feststellen konnten, dass diese Prognosen vom Jahr 2015 im Prinzip nichts anderes sind als die Diagnosen des Jahres 2018. Also, was man zwischen sich und den Menschen heute an Unterschieden sieht, ist eigentlich genau das, was man auch in die Zukunft dann geschoben hat. Und je größer der Unterschied ist zwischen dem, wie ich mein Leben aufsetze, und dem, was ich denke, dass die Leute machen, wie die Leute ticken, umso größer ist der Vertrauensriss oder die Vertrauensfrage, die sich in Deutschland stellt. Das ist meine Operationalisierung von Vertrauen, wenn ich so lebe, wie ich auch denke, dass die anderen leben, wie die anderen denken. Und es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo es da so gut wie überhaupt gar keinen Unterschied gibt. Und die Vertrauensfrage stellt sich dann da und in den Bereichen, wo ich ganz anders ticke, wo ich auch will, dass die nächste Generation in eine ganz andere Richtung geht, als das, was, wenn ich das jetzt mal auf Sie hier beziehen darf, als das, was ich denke, dass Sie, die Sie hier sitzen, machen werden, was Sie empfehlen werden, was mein Vermächtnis ist im Vergleich zu Ihrem Vermächtnis. Das führt dazu, dass ich auch in vielen Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern mittlerweile sage, dass die Grundlage von Solidarität und die Grundlage des menschlichen Miteinanders tatsächlich in Vertrauen zu suchen ist. Und von daher möchte ich Sie ganz kurz in die Sozialwissenschaften des Vertrauens, wie wir darüber nachdenken, mitnehmen. Das dauert nicht lang, aber ich brauche es ein kleines bisschen als Begründung dafür, dass ich dann nachher durch die unterschiedlichen Ebenen des Vertrauens gehe. Wenn Sie sich als kleine Einführung einfach mal vorstellen, dass Sie heute früh aufgewacht wären und das komplette Vertrauen verloren hätten. In alles. Sie hätten das Vertrauen verloren in sich selbst, dass Sie überhaupt noch aufstehen können. Sie hätten das Vertrauen in die Hersteller des Bettes verloren, dass das irgendwie die Normen entspricht, sodass dieses Bett nicht auseinanderfällt, wenn Sie über die Bettkante gehen. Sie hätten das Vertrauen in Ihre Mitmenschen verloren, dass Sie sich anständig ihnen gegenüber verhalten, der Hausbewohner, der Menschen auf der Straße, vollkommen verloren. Die Antwort normalerweise ist dann, naja, man kann ja kontrollieren, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dann hätten Sie Ihren Körper wahrscheinlich noch, kann man kontrollieren, hätten Sie diese ganzen Geräte da angeschafft, würden da diese ganzen Vorsorgen machen, könnten die Normen nachschauen, Sie könnten Kameras anbringen und sozusagen Ihre Mitmenschen da kontrollieren, Sie könnten auch auf der Straße sozusagen alles, aber Sie bräuchten unglaublich viele Menschen dafür, die dann diese Kameraauswertungen machen, das heißt, Sie bräuchten eine Kontrolle, über eine Kontrolle, über eine Kontrolle. Und irgendwann müssten Sie der letzten Instanz, die diese ganzen Aufnahmen, diese ganzen Körpertests und so etwas machen, ja auch vertrauen. Insofern, das ist das Erste,
unterscheiden wir in den Sozialwissenschaften eigentlich nicht zwischen, oder wir unterscheiden, aber wir sagen in keiner Weise, dass das eine ein Prä über das andere hat. Wir sagen nicht, Kontrolle ist besser als Vertrauen, sondern wir sagen, dass Kontrolle und Vertrauen sich maßgeblich gegenseitig bedingen. Diese ganze Forschung, die geht auf Simmel zurück, der Anfang des 20. Jahrhunderts sich die Gedanken machte, wie eigentlich eine zunehmend diverse Gesellschaft überhaupt miteinander leben kann. Und seine Antwort war ganz klar Vertrauen. Und Vertrauen heißt, ich beobachte Menschen, ich gewinne so etwas wie ein Basiswissen, dass sie und Basiswissen, wie sie sich verhalten, wie sie sich in Gruppen verhalten, was sie tun, was Ärzte tun, was Kollegen tun. Und auf diesem grundlegenden Wissen gebe ich den Menschen einen Vertrauensvorsprung. Das heißt, dieses Vertrauen ist ohne so ein grundlegendes Wissen überhaupt nicht möglich. Und von daher reicht es, so Simmel, wenn man den Eindruck hat, die Leute sind zuverlässig. Also dieser Eindruck der Zuverlässigkeit ist das, was er als die Voraussetzung von Vertrauen interpretiert oder setzt. Und ich zitiere jetzt mal Simmel, er sagt, Vertrauen ist immer eine Hypothese künftigen Verhaltens, die sicher genug ist, um praktisches Handeln darauf zu gründen. Das heißt aber auch, Vertrauen ist eben nicht blind. Vertrauen gründet auf Wissen. Und von daher, und ich zitiere nochmal, sagt er, der völlig Nichtwissende kann vernünftigerweise nicht einmal vertrauen. Das ist genau diese Interaktion von Vertrauen und Kontrolle, die ich eben vorab angesprochen habe. Niklaus Luhmann, der wesentlich später gearbeitet hat, fügt das dann weiter. Und Niklaus Luhmann spricht von Vertrauen, also ich zitiere, als eine riskante Vorleistung gegenüber der Welt. Er sagt, was wir im Prinzip machen, ist, dass wir tagtäglich so kleine Kredite uns gegenseitig geben. Und diese kleinen Kredite sind Vertrauenskredite. Und wenn wir diese Vertrauenskredite uns gegenseitig geben, dann wird das Leben unglaublich viel einfacher. Denken Sie an ökonomische Transaktionen, die dann wesentlich einfacher werden, aber auch die Gesellschaft insgesamt wird wesentlich einfacher. Das heißt, Vertrauen verspricht die Bedingung einer starken Wirtschaft und einer starken Gesellschaft miteinander zu verbinden. Und dann gibt es natürlich noch, jetzt mal aus einer amerikanischen Soziologie gegriffen, Robert Putnam, der sagt, und das ist jetzt mittlerweile auch schon einige Jahrzehnte alt, dieses Buch, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie zunehmend diverse Gesellschaften noch die großen Aufgaben der Zukunft anpacken, dann gibt es drei Herangehensweisen, die man alle unter sozialem Kapital, das ist seine Sprache, fasst. Und dieses soziale Kapital besteht erstens, und jetzt kommt wieder dieses Wort Vertrauen, zweitens aus der Gegenseitigkeit, also sozusagen dem, ich gebe was und ich kann darauf vertrauen, dass ich es mit einer mehr oder weniger kleinen Verzögerung von anderen wieder zurückbekomme. Und das Letzte ist, dass es so etwas wie, ich sage Orte der Begegnung, Putnam sagte, freiwillige Vergesellschaftungen gibt, Einrichtungen gibt, Vereine gibt, die diese Leute zusammenhalten. Was Putnam damit sehr klar zum Ausdruck gebracht hat, ist, dass wir so ein Drei-Stufen-Modell zu betrachten haben. Die erste Stufe ist, es braucht Selbstvertrauen. Das zweite ist, wir brauchen Vertrauen in mehr oder weniger diverse kleine Wirs, wie ich das gleich ausdrücken möchte, also in unseren Nahbereich. Und wenn wir dieses Selbstvertrauen und dieses Vertrauen in unseren Nahbereich haben, können wir so etwas wie ein generalisiertes Vertrauen aufbauen, also dieses partikulare Vertrauen in uns selbst, in unseren Nahbereich, kann dann ein generalisiertes Vertrauen in die Gesellschaft geben. Und ohne diese zwei Komponenten zusammen kann es überhaupt nicht wie
ist gesellschaftlicher Fortschritt und gemeinsame sozusagen Erzeugung der Zukunft nicht möglich. Ich würde diesen zwei Vertrauensarten, also dem partikularen und dem generalisierten Vertrauen, noch zwei hinzufügen, nämlich die Identitätsbasierung von Vertrauen. Sie hatten das letzte Mal Cornelia Coppedge da, die darauf einen sehr starken Impuls legt, und natürlich ein sozusagen kontextbasiertes Vertrauen, wenn man es so ausdrücken möchte. Und das kennen Sie von sich auch allen, dass Sie durch manche Nachbarschaften gehen und sich da einfach viel sicherer fühlen als durch andere Nachbarschaften. Das heißt, bestimmte Kontexte haben einen vertrauenswürdigen Einfluss, andere dagegen überhaupt nicht. Und das ist dann der Unterschied der Räume zueinander, viel weniger als der Unterschied der Menschen zueinander. Wenn wir das jetzt mit den Daten der Vermächtnisstudie uns mal anschauen und auf dieses Selbstvertrauen gehen, welches als Begrifflichkeit eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil Sie können sich selbst gar nicht vertrauen, ohne dass Sie zunächst mal diese Vorleistung eines Gegenübers haben, der Ihnen vertraut. Es ist eine Interaktion, die ich schon dargestellt habe. So ist dieses Selbstvertrauen in Deutschland eigentlich ungebrochen da. Wir haben in diesen ganzen Untersuchungen, wenn wir fragen, ich bin meines Glückes Schmied, das fragen wir nicht zu holpern, aber wir fragen es mit ganz vielen unterschiedlichen Fragen, sagen die meisten Leute, und das ist für mich immer wieder erstaunlich, ja, ich bin meines Glückes Schmied. Und sie beziehen sich meistens auf die Erwerbsgesellschaft und sie gehen davon aus, dass wenn sie was leisten, dass sie das dann entsprechend auch zurückbekommen. Warum sage ich, das ist für mich befremdlich? Für mich ist das befremdlich, weil ich natürlich weiß, und Sie auch, wie stark beispielsweise die Bildung von Kindern von ihren Elternhäusern abhängt. Ich sagte immer, mein Sohn hat schon Brennertal das Abitur gemacht, weil er in ein extrem bildungsreiches Elternhaus geboren wurde. Und viele seiner Freunde, und ich habe mal darüber ein sehr stark biografisches Buch geschrieben, die kamen aus ganz anderen Hintergründen. Ich behaupte bis heute, dass die viel schlauer waren als mein Sohn, aber überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, aufgrund von unterschiedlichen Dingen, das ist aber heute nicht mein Thema, das Abitur zu machen, geschweige denn auf eine Hochschule zu gehen. Aber die Leute in Deutschland sind davon überzeugt und vertrauen auf diese Reziprozität. Und dieses Misstrauen kommt nicht daher, dass dieses Grundvertrauen in dieses Geben und Nehmen fehlt, sondern das Misstrauen kommt, oder da, wo es anfängt, leicht zu bröckeln und so Risse gibt, das kommt davon, dass bildungsarme Leute und insbesondere bildungsarme Leute sagen, ja, ich arbeite und arbeite und arbeite, aber ich bekomme eigentlich nicht das zurück, für was ich gearbeitet habe. Also die Ergebnisse sind unterschiedlich und sind zu unterschiedlich. Wir leben in einer zu ungleichen Welt. Sie gehen nicht auf die Voraussetzungen ein und sagen, ja, also eigentlich hätte ich ganz andere Voraussetzungen haben müssen. Das ist eine spannende Sache, die können wir gleich nachher nochmal diskutieren. Aber von jetzt sozusagen jetzt erstmal einer individuellen Ebene ist das so ein erstes Scheuern an dem Vertrauen. Das zweite ist dann dieser Nahbereich oder das kleine Wir, wie ich es eben eingeführt habe, wo, wenn man die Leute fragt, haben sie Freunde, haben sie gute Familienbeziehungen, die Welt absolut in Ordnung ist. Die meisten, über 70%, geben an, dass sie 10 und mehr Freunde haben. Und man ist bei 100% quasi, wo man sagt, ja, man hat Freunde. Es nimmt mit dem Alter sehr stark ab. Das ist etwas, was uns zunehmend umtreibt, die Vereinsamung, gerade im Alter. Großbritannien baut ein Einsamkeitsministerium auf. In Deutschland wird das auch diskutiert. Und ich denke, das ist auch eine der zentralen Fragen der Zukunft. Wenn Vertrauen in andere so wichtig ist und wenn wir sehen, dass Personen, die in festen Freundschaftsnetzwerken sind, tatsächlich eine wesentlich höhere Lebenserwartung auch in guter Gesundheit haben, so muss an dieser Einsamkeit, insbesondere der Einsamkeit im Alter, was getan werden, und zwar zivilgesellschaftlich. Darauf komme ich später zurück. Was wir sehen in Deutschland,
Und nicht nur in Deutschland. Ich habe letztes Jahr 4 Monate in Los Angeles verbracht als Fellow im Thomas Mann Haus und konnte mir da nochmal von einer ganz anderen Warte die amerikanische Gesellschaft anschauen, wo das noch viel stärker ausgeprägt ist. Ist, dass diese kleinen Wirs sich immer unähnlicher werden. Beziehungsweise das, was in dem kleinen Wir steckt, immer ähnlicher und von daher die Unterschiedlichkeit zu den anderen kleinen Wirs zunimmt. Das heißt, wir sehen über die Zeit, Frauen haben das schon auch früher gemacht, Männer weniger, das erkläre ich gleich, sozusagen Hochgebildete mit Hochgebildeten zusammengehen, sehr reiche Personen, gut situierte Personen mit gut situierten Personen sich zusammenschließen. Das heißt, wir haben eine sozusagen Chancenkumulierung auf der einen Seite mit dem dadurch auch zu begründenden Ansteigen der Unterschiedlichkeit im Vermögen und in Einkommensunterschieden zwischen Haushalten und eben nicht nur zwischen Individuen. Und auf der anderen Seite eine Kumulation von schlechter Risiken, also Bildungsarme, die dann unter Bildungsarmen bleiben, Schlechtverdienende, die unter Schlechtverdienenden bleiben. Und diese Unterschiede, die in der Haushaltszusammensetzung über die letzten 40, 50 Jahre zu beobachten sind, spiegeln sich in der größeren Ungleichheit unserer Gesellschaft wieder. Ich mache eine kleine, weil ich das jetzt so angeteasert habe, das wollte ich eigentlich gar nicht tun, aber jetzt muss ich das natürlich auch einholen, den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich habe mal vor, das ist mittlerweile 14 Jahre her, habe ich etwas voreilig mit der Frauenzeitschrift Brigitte eine Untersuchung gemacht und war ab dann für mindestens 8 Jahre nur noch Frau Brigitte, weil die das so richtig hoch aufgezogen haben. Und in der ersten Untersuchung, die wir gemacht haben, waren junge Frauen. Ich musste dann auch beim Dienstantritt im Wissenschaftszentrum hier von Frau Schawan, das war damals meine Bildungsministerin, mir 500 Männer schenken lassen, weil die Brigitte als Frauenzeitung natürlich nur an jungen Frauen interessiert waren. Ich brauchte diesen Vergleich. Und wir haben so Memory-Karten entwickelt und haben Männern 10 Frauenbilder vorgelegt und habe Männer gefragt, welche Frauen sie jetzt bevorzugen würden als Partnerin. Und wir haben dann natürlich auch entsprechend 10 Männerbilder entwickelt und haben Frauen gefragt, was ist jetzt ihr Traummann. Und bei Männern ging das flott. Also diese Männer, die konnten also mit diesen Karten, hoppla, die hopp, die konnten die anordnen und es gab sich ein Bild, welches wir vorher von Experten haben reinlassen nach reiner Attraktivität von Frauen. Die stellten auch gar keine Fragen. Also diese Männer, die machten so ein Attraktivitätsranking und die attraktivste Frau war dann ihre Traumfrau. Und bei den Frauen hat das überhaupt nicht so gut geklappt, weil diese Interviewerinnen, die dieses kleine Spiel gespielt haben, uns berichteten, diese Frauen fragen ständig, was die Männer denn machen. Und was sollen wir denn da antworten? Die fragen immer, ja, sind die Männer jetzt gut ausgebildet? Was verdienen die denn? Wo kommen die her? Welchen elterlichen Hintergrund haben die? Und das Aussehen dieser Männer irgendwie bei diesen Frauen zweitrangig war. Und das hat uns schon sehr umgetrieben. Wir haben dann auch diese Brigitte-Studie wiederholt. Das letzte Mal habe ich sie in Bayern wiederholt, das ist noch gar nicht so lange her. Und da fingen die Männer dann genauso an, diese Frauenfragen zu stellen. Also da haben die nicht mehr rein nach Attraktivität ausgewählt, sondern wollten die auch wissen, wie die Bildung ist. Und dieses führt dazu, dass die Homogenität innerhalb dieser wir, kleinen Wirs, innerhalb dieser Familien immer größer wird. Mein Sohn, der Medizin mittlerweile macht, sagt, also es ist überhaupt nicht mehr in, dass Ärzte Krankenschwestern heiraten. Die wollen jetzt auch die Ärztinnen heiraten. Was natürlich bei dem Unterschied zwischen den wenigen Männern in der Medizin und den vielen Frauen in der Medizin, schon mal ein Unternehmen ist. Aber das sei unsere Seite. Ich kehre jetzt wieder zu meinem Thema zurück. Wir haben also diese homogenen Familien, die zunehmende Homogenität in der Familie. Und man würde
relativ zügig sagen, dass diese Homogenität in diesen kleinen Wirs extrem schädlich ist, um mit einer zunehmenden Heterogenität überhaupt zurechtzukommen. Und hier ist die Antwort, zumindest nach meinen Daten, das ist so überhaupt nicht der Fall, weil jene Leute, die dieses homogene Wir haben, aus so einem Gefühl, ja, in einem vertrauensvollen Nest zu sein, viel, viel schneller Kontakte mit der heterogenitären Welt knüpfen können, als Personen, die schon in ihrem familiären Bereich eine große Heterogenität leben. Das ist ein erstaunliches Ergebnis. Wir konnten dann auch zeigen, dass Personen, die dieses Selbstvertrauen in dem Sinne haben, dass sie nicht nur den Eindruck haben, dass sie an ihrem Leben selbst was ändern können, dass das Leben also von ihnen irgendwo mitgeprägt wird, dass sie ihres Glückes Schmied sind, so wie ich es vorhin ausgedrückt habe, sondern die auch sagen, sie bekommen das zurück, was sie erwarten, dass sie zurückbekommen, dass das plus diese Homogenität in diesem familiären Kreis so ein Grundvertrauen gibt, um auch mit Fremden zu interagieren. Und dass dieses Grundvertrauen nur dann einen Riss gibt, wenn die soziale Ungleichheit zu groß ist, dass man überhaupt nicht mehr mit diesen anderen Wirs kommunizieren kann. Das heißt, diese Bezüge zu anderen Gruppen der Gesellschaft, die klappen nur dann, wenn diese Gruppen der Gesellschaft nicht zu weit weg sind. Wir müssen an der sozialen Ungleichheit zweifelsohne was machen, aber nicht unter diesem Vorwand, wie es im Moment oft getan wird, dass die zunehmende Separierung und die zunehmende Segregation, wie man das auch ausdrücken kann, als solche schädlich ist, um ein generalisiertes Vertrauen aufzubauen. Und damit bin ich jetzt bei dem, was ich einleitend gesagt habe, wo knirscht es denn am meisten zwischen den Gruppen? Wo knirscht es am meisten zwischen dem, was ich und meine Familie als wichtig empfinde, was ich auch meinen Nachfolgenden oder meinen Kindern weitergebe und dem, was ich an ihnen feststelle, was ich denke, wie sie so ticken. Und das Erste ist die Erwerbsarbeit. Und zwar nicht, überhaupt nicht in dem Sinne, dass ich denke, sie wollen nicht arbeiten. Da sind sich Deutsche, also es gibt keinen Wert, selbst die Gesundheit ist Deutschen, den Menschen in Deutschland nicht so wichtig wie eine Erwerbstätigkeit. Es ist beides, geht über 90%, aber die Wichtigkeit von Erwerbsarbeit, die ist dann bei 95% und die Wichtigkeit der Gesundheit ist bei 91%. Das ist nicht signifikant, aber ich fand es trotzdem interessant, dass das dann nochmal ein Stückchen höher ist. Und wenn man dann fragt, ja, und was wollen Sie der nächsten Generation mitgeben, also die Vermächtnisfrage, dann wird die Erwerbstätigkeit noch mal wichtiger. Also das ist so ein richtiges, in die DNA der Menschen in Deutschland eingeschriebenes Gut. Und es gibt nichts, was meine Betrachtung über mich und das, was ich über sie denke, da unterscheidet, da passt überhaupt kein Blatt dazwischen. Wenn ich aber frage, wie wichtig ist es Ihnen, eine gute Arbeit zu machen, eine Arbeit, wo Sie jetzt nicht nur des Geldes wegen, sondern tatsächlich aus einer intrinsischen Motivation herausarbeiten, wo sie gerne zur Arbeit gehen, dann sagen alle 3000 Leute, mir ist das extrem wichtig. Und wenn ich dann frage, hier, ist das denn den anderen Menschen auch wichtig, dann sagen die, nee. Und der Unterschied ist hart. Der Unterschied ist, dass ich glaube 85% sagen, das ist mir persönlich ganz wichtig, aber bei den anderen ist das nur 20% ganz wichtig. Das heißt, sie fühlen und haben den Eindruck, dass die anderen den eigentlichen Wert von Erwerbsarbeit, ich nehme mal den eigentlichen weg, aber die zur Erwerbsarbeit neben den Einkommen massiv hinzutretenden Wertigkeiten von Erwerbsarbeit, nämlich Geselligkeit, Zusammenkommen mit anderen, der eigenen Entwicklung, des zweiten Lebens haben, dass das nicht geschätzt wird und dass Erwerbsarbeit auf Geld degradiert wird. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weil ich glaube, dass das sehr viel mit Veränderungen zu tun hat, die dieses ja,
Was passiert eigentlich mit der Digitalisierung, mit der technologischen Veränderung? Und arbeiten wir dann quasi für die Computer und für die Roboter und arbeiten nur noch des Geldes wegen? Ich glaube auch, dass es ganz viel zu tun hat mit den gegenwärtigen hochgradig kontroversen Diskussionen über das bedingungslose Grundeinkommen. Dieses fehlende Vertrauen, arbeiten die Leute dann tatsächlich noch, wenn der Wert der Arbeit nicht finanziell, sondern tatsächlich in der Güte der Arbeit, in dem, was man gute Arbeit nennt, sich verändert. Der zweite ganz große Block hat genauso wieder eine Spaltung in sich. Auf der einen Seite ein maximales gegenseitiges Vertrauen, nämlich im Bereich der Familie. Wenn ich die Leute frage, wenn sie Kinder haben, wenn sie pflegebedürftige Eltern haben, würden Sie für diese Opfer bringen? Würden Sie für die einen Schritt zurücktreten? Würden Sie auf einen Umzug verzichten, auf einen Karrieresprung? Sagen so gut wie alle, ja, selbstverständlich. Und wenn ich 2015 da noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen hatte, dahingehend, dass Männer da etwas zurückhaltend waren und Frauen nach vorne gingen, so sehen wir 2018 diesbezüglich überhaupt gar keine Unterschiede mehr. Also, es gibt nichts, wo Menschen hinter diese persönlichen Vertrauensverhältnisse und dieses persönliche, ja, ich stelle mich zurück zum Wohle meiner Mitmenschen in dem nahen Umfeld der Familie, passen würden. Wenn ich die Frage stelle, wie wichtig ist es Ihnen, Kinder zu haben, sieht das ganz anders aus. Das sagen die Frauen und die Männer selbst, das ist mir wichtig. Aber den anderen ist das bei weitem weniger wichtig. Das heißt, man kann drehen daran, ob man Kinder hat oder nicht. Aber man kann nicht daran drehen, dass wenn man Kinder hat, dass man die dann 24 Stunden nach draußen gibt und selbst sich sozusagen nicht mehr um die Kinder kümmert. Oder dass man die Älteren in Altersheim abschiebt, ohne sich um die zu kümmern. Das eine ist zu diskutieren, nämlich ob ich Kinder habe oder nicht. Aber wenn ich Kinder habe, dann ist das ein undiskutierbares Gut. Das heißt, die Vertrauensfrage hier stellt sich, wie bekommen wir eine Politik hin, die überhaupt den Personen noch den Mut und das Vertrauen gibt, das zu erreichen, was sie erreichen wollen, auch mit Kindern. Die dritte Frage geht an das Eingemachte der Innovationsfähigkeit Deutschlands. Wenn wir die Menschen fragen, ist ihnen es wichtig, etwas Neues zu machen? Oder fühlen Sie sich bereit, etwas Neues zu machen? Würden Sie das machen? Dann bekommen wir bei der Frage, ist es Ihnen wichtig, so mittlere Antworten. Wenn wir dann fragen, wie denken Sie denn, sollte das bei der nächsten Generation sein? Dann geht der Wert ganz, ganz weit nach oben. Das heißt, die Leute, die kritisieren sich eigentlich, so wie ich es eben anmoderiert habe, dahingehend, dass sie nicht genug nach vorne gehen, nicht innovationsbereit sind. Und hier sehen wir gleichermaßen auch diesen Riss. Sie sagen, die anderen, die wollen ja gar nicht nach vorne gehen. Ich möchte das, aber den anderen Menschen in Deutschland ist das absolut unwichtig. Und das ist natürlich eine Situation, wo ich selbst nicht danach lebe, wie ich das eigentlich möchte. Und gleichermaßen sagen die anderen, die leben ja so auch nicht, wo nichts anderes als gesellschaftlicher Stillstand zu prognostizieren ist. Da muss tatsächlich etwas an den politischen Rahmenbedingungen passieren, um diese Innovationsbereitschaft, die ich den Menschen in Deutschland tatsächlich attestiere nach meinen Daten, wenn ich das Vermächtnis mir anschaue, und diese Innovationsträgheit, die wir gleichermaßen auch sehen, um das miteinander zu verbinden und damit auch diesen großen Riss zwischen dem, was ich möchte und dem, was ich Ihnen unterstelle, dass Sie möchten. Der vierte Punkt, den ich jetzt noch nenne, ist der ganze Gesundheitsbereich. Auch hier erstmal große Solidarität. Jeder soll gleichermaßen bei Krankheiten medizinisch betreut werden. Die medizinische Betreuung darf auf gar keinen Fall von der eigenen Geld abhängen. Aber hier in diesem medizinischen Bereich schleichen sich jetzt die Grundnormen der Erwerbstätigkeit ein, dahingehend, dass man sagt, die anderen kümmern sich eigentlich nicht ausreichend um die Gesundheit. Ich tue das, aber die anderen machen das nicht. Und von daher ist
Zuspruch gibt dahingehend, dass man andere nur dann partizipieren lässt, wenn sie sich so wie um ihre Erwerbsarbeit auch um ihre Gesundheit kümmern. Das heißt, die regelmäßigen Check-ups machen, gesund essen, bewegen gehen und so weiter und so fort. Nur wer was für die Gesundheit leistet, soll dann die entsprechenden medizinischen Versorgungen zu bekommen. Und das finde ich einen ganz, ganz großen und für die Zukunft auch gefährlichen Solidaritätsriss, wie ich es kennzeichne. Ich lasse es mal bei diesen Vieren, die allerdings auch die ausgeprägtesten Unterschiede sind zwischen dem Ich und wie ich mir mein Leben wünsche und die Gesellschaft, nämlich eine Gesellschaft der Solidarität, die allerdings auf neuen Vorzeichen beruht. Da müssen wir was tun. Eine Gesellschaft, die innovativ ist, ich aber auch vielleicht ein bisschen als Entschuldigung ansehe, die anderen sind es ja noch viel weniger als ich. Eine Gesellschaft, die die Möglichkeit gibt, Kinder zu haben, aber auch gleichermaßen dann für Kinder wie auch für ältere Menschen die Zeit zu haben, sich zu kümmern und die von daher nicht eine hundertprozentige Erwerbsgesellschaft sein kann. Und eine Gesellschaft, die sich heute darum kümmert, dass die nächste Gesellschaft noch gute Arbeit hat. Und wenn ich mir das anschaue, dann muss ich natürlich als Politik des Vertrauens diese Bedingungen der Möglichkeit setzen. Dann kann es nicht sein, dass wir in einem Deutschland leben, welches vor dem Hintergrund eine Person kümmert sich um die Familie, kümmert sich um den Einkauf, kümmert sich um alles, was im ganzen Leben zu tun hat und die andere ist erwerbstätig, plötzlich überschwenken zu einer Vollzeiterwerbstätigkeit von allen erwerbsfähigen Erwachsenen in einem Haushalt. Und nicht, dass man dieses 100:0 in 50:50 wechselt, sodass beide eben Zeit haben für bezahlte und für unbezahlte Arbeit. Das ist genau das, was wir tun. Das ist genau das, was wir dann in langen Diskussionen über Gender Pay Gap und so weiter und so fort tiefartig betrauern, als ob man eine Möglichkeit hätte, für 45 Jahre im Leben, und das ist immer noch das, was ein Eckrentner konstituiert, Vollzeit erwerbstätig ist. Und wie mittlerweile auch, man denkt an die Änderungen des Unterhaltsrechts von Frauen, als eine Selbstverständlichkeit angenommen wird. Das erzeugt dieses Misstrauen, das erzeugt, dass man sagt, ja also, ich habe hier einen Esel stehen und da, aber ich kann es nicht machen, dann verzichte ich eher auf Kinder. Und das in der Tat sagen zunehmend auch Männer und nicht nur Frauen. Und wir müssen da dran gehen. Wir müssen einen anderen Zuschnitt der Erwerbsgesellschaft und der Arbeitszeit noch mal ganz neu diskutieren vor diesem Hintergrund. Das Zweite ist die gute Arbeit. Dass die Leute irritiert sind, wenn sie selbst, und sie haben das mit Sicherheit alle erlebt, als eine Mitarbeiterin von der Lufthansa, mir beizubringen haben, sie arbeitslos zu machen, indem ich jetzt lernen muss, meinen Koffer sozusagen selbst auf das Fließband zu tun und auszuflaggen mit dem Zielort, mit der Hilfe eines Roboters. Und dieser Roboter war früher eine Arbeitskraft. Und sie erleben das in diesen Berufen, sie erleben das in Banken, sie erleben das in ganz, ganz vielen anderen Einrichtungen. Ohne dass wir sie jetzt schon darauf vorbereiten, was für eine Erwerbstätigkeit sie übermorgen machen könnten, dann führt es natürlich zu einer eklatanten Erosion des Vertrauens in die zukünftige gute Arbeit. Und ich verstehe nicht, warum die Politik hier nicht mehr mit einer wesentlich größeren Prophylaxe rangeht. Und so eine Prophylaxe kennen wir. Ich bekomme seit Jahren Aufforderungen der Mammographie in meinen Briefkasten. Da steht ein Ort dran, wo ich hingehen kann und Datum. Und ich werde quasi abgeholt und kann das machen lassen. Wir haben genug Daten, die zeigen, welche Berufe in der Zukunft, und ich rede jetzt hier über die nahe Zukunft, über die nächsten 5 bis 10 Jahre, einen Aufschwung erleben werden und welche Berufe eingehen. Und ich finde, wir können als Politikerinnen, als Politiker, die dafür zuständig sind, aber auch die entsprechenden Behörden natürlich, die Leute nicht einfach im Regen stehen lassen, in dem Unwissen und ohne, dass wir so etwas wie eine aufsuchende Fürsorge oder eine aufsuchende Prophylaxe diesbezüglich unternehmen.
Das hat auch sehr viel mit einer Innovationsbereitschaft zu tun. Sie bekommen Leute nur dazu, innovationsfähig zu sein, indem sie sie viel stärker, als wir es denken, tun zu müssen, in die innovativen, in die sozusagen nächsten und übernächsten Generationen der technologischen Entwicklung mit reinzunehmen. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite diese Politiken und wir brauchen auf der anderen Seite, um diese Vertrauensfragen anzugehen und um gemeinsam eine Gesellschaft für morgen angehen zu können, die wir relativ gut konturieren können in all den Schreckensszenarien, die wir leider malen und nicht umgekehrt in all den Möglichkeitsszenarien, die wir auch darstellen. Wir brauchen Orte der Begegnung. Und diese Orte der Begegnung waren historisch gesehen natürlich die auch christlichen Religionen, Religionen insgesamt, die massiv, und das sind ja Freiburger Studien, die gezeigt haben, wie massiv die katholische Kirche, die evangelische Kirche an Zulauf verliert, wie die Gottesdienste leer sind, wie Kirchen geschlossen und abgerissen werden. Das kann man auch anders machen. Man kann diese Häuser als Orte der Begegnung aufbauen. Wir haben gesehen über lange Jahrzehnte, wie Bibliotheken an Wert verlieren. Und jetzt sind Bibliotheken die neuen Orte der Begegnung. Wir wissen, und ich habe das vorhin angedeutet, was Gewerkschaften früher gemacht haben, die sich eben nicht nur um die Erwerbstätigkeit gekümmert haben, sondern auch um das Wohnen und das gemeinsame Wohnen in der Nähe des Arbeitsplatzes, was man da tun kann. Wir wissen, was wir mit einer neuen Verkehrspolitik das miteinander tun können. Und ich könnte jetzt so weiterreden, auch was Parteien betrifft. Oder natürlich die ganzen Sachen, die jetzt im Moment passieren, an sozialen Bewegungen, die hoffentlich bald auch noch wesentlich altersübergreifender sind, wie Fridays for Future, was ja direkt vor dem Theater ist, als im Moment sind. Diese Orte der Begegnung, diese Politiken des Vertrauens, die braucht es. Und es braucht das Vertrauen in uns, aber insbesondere das Vertrauen in ein Miteinander, welches diese Gesellschaft für morgen ermöglicht. Und zwar nicht nur an diesen vier zentralen Stellen, die ich jetzt aus den Daten der Vermächtnisstudie Ihnen heute darstellen durfte. Allerherzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.